Gibt es nicht noch mehr Sportarten, wo wir Weltklasse sind? Aber ohne Zahlen, Majestät. Ich würde vorschlagen, wir lassen die Athleten der Reihe nach einziehen. Na. Da wäre zum Beispiel die Sportart Judo mit der dreifachen Europameisterin im Judo Sabrina Filzmoser. Kannst du Judo? Bist du ein Judoka? Ka Judo na, Ka Judo ka. Taekwondo, Sumo, Aikido, Karate tut doch weh. Sag mir, was kannst denn du? Pass einmal auf. Pass auf, ich kann Kung Fu. Eine Frau im Pyjama. Mit der du am liebsten. Machen wir eine Pyjama-Party. Also, was ist sie genau, Alfred? Majestät, sechsfache Militär-Weltmeisterin und dreifache Europameisterin. Sechsfache Weltmeisterin? Gibt es irgendeine Nation, die sie noch nicht auf die Pfeifen gehauen hat? Die Japaner sind sehr stark. Die sind so weit weg, ist uns wurscht. Außerdem, da rufen wir den Kaiser an, man redet sich so leicht unter uns. Wir sind ja nur zu zweit, ne? Sonst gibt's ja keinen mehr. Ne? Ja? Also, wir sind sehr, sehr stolz auf Sie. Wahnsinnig stolz auf Sie. Sechsfache Weltmeisterin. Sie darf sich zurückziehen, aber nicht so weit. Wir wollen noch ein bisschen mit ihr raufen. Schauen wir fertig. Darf sich zurückziehen. Was haben wir jetzt, Affenstein? Weißt du, es gibt noch viel mehr Sportarten, wo wir Weltspitze sind. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Weltmeister im Blunzen machen? Fleischermeister Julius Meiringer aus Golz im Burgenland. Ein Wurst, eine Wurst voller Glorie. Alles hat ein Ende, sie hat zwei. Ruf sie für des Reiches Historie. Diese Blutwurst ist einwandfrei. Schau. Ja. Njam, 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 njam. Das lassen wir uns später schmecken, Seifenstein. Also er ist Weltmeister geworden. Ja. Welche Kriterien gibt's da? Wer ist schneller im Darm drinnen? Oder? Ja, meistens ist die Blutwurst schneller im Darm drinnen. Na, da gibt es Kriterien. Verschiedene Kriterien. Geschmacklich. Schau. Und wo ist es ermittelt worden, diese Weltmeisterschaft? Das findet jedes Jahr in Frankreich statt. Weil in Frankreich? Die Franzosen rühmen sich ja, Weltmeister der Blutwursterzeugung zu sein. Schlägerpätsch. Schlägerpätsch, haben wir gesagt, ne? Haha, wir sind ein blutrünstigeres Volk. Ausgezeichnet, ein Franzosen, aber Schmack. Die Blutwurst in den Pfeifen. Da haben wir mitgemacht und vor Franzosen anzapft. Nicht? Nein, nicht. Und wie lange lässt so eine Blutwurst da jetzt bluten? So eine Blutwurst gehört schnell gegessen. Das ist ja eine Frischwurst. Und es ist am besten, wenn man es am Tag der Erzeugung verzehrt. Nein, so schnell? Ja. Schau. Ja, haben wir heute in der Früh gemacht. Wirklich? Ja. Na, dann schauen Sie, dass Sie schnell nach Hause kommen. Los, los, los. Also, es liegt natürlich jetzt nahe, dass wir sagen, das waren's Blunzen, aber es ist halt ein toller Sport und das ist. Haben wir nicht noch was anderes, Seifenstein, vielleicht? Grillen, Majestät? Ja. Der mehrfache Weltmeister im Grillen, Adi Matzek. Ich liebe den Grill, der Lust ist heiß. Ganz oben mit Soße und Lust an Reis. Es kommt auf den Griller, das Schein aus dem Gall. Doch Brot, wenn wir fressen, wir dann an voll. Doch Brot, wenn wir süßen, wir dann an voll. Ausgezeichnet, wir haben eh schon einen Hunger. Bitteschön. Ja. Wie mehr sie tut.
Kein Kostverächter? Nein, das sind wir nicht. Seit wann macht ihr das? Seit 98. Und da kann man leben, vom Grillen kann man leben? Oh doch, es geht ausgezeichnet. Ein gesegnetes Land sind wir, Seifenstein. Für das, was jeder da herinnen jeden Sonntag macht, wenn es heiß ist. Genau. Beim Grillen essen sind wir beim Fußball. 8 Millionen wissen, wie es geht, aber keiner will es machen. Und er ist so den und macht's dann. Genau. Finden wir großartig. Schmeckt uns sehr gut. Es freut mich. Ja? Was grillt denn alles? Alles, was in dem Fall nicht schneller laufen kann wie ich, das kommt am Griller. Ich hab da noch eine Zange mitgebracht. Das ist schön. Mit einer kleinen Gravur. Das ist ja schön. Für Eure Majestät. Ja, das ist schön. Ja, die holen wir uns dann später, gell? Sehr schön. Ja. Jetzt darf er sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Eure Majestät. Wir brauchen was zum Abwischen, Seifenstein. Befehl, Majestät, vormärz! So, Seifenstein, haben wir noch irgendetwas, wo wir Weltklasse sind? Selbstverständlich, Majestät. Es gibt eine weitere Sportart, in der wir Österreicher die amtierende Weltmeisterin stellen. Und zwar ist es der Pillow Fight, Frau Gudrun Grondinger. Also wir haben auf jeden Fall die attraktivsten Sportlerinnen der Welt. Sie gefällt uns sehr gut. Also Polsterschlacht, das ist Weltmeisterin. Genau. Wo ist sie das geworden? In New York. Schau, so weit weg für eine Polsterschlacht. So ist das. Hat sie das ausgezahlt? Ja, ich denke schon. Wirklich? Mhm. Wen hat sie auf die Pfeifen gehabt? Ein Baum. Ein Baum? Ist das Männer und Frauen getrennt oder ist das Unisex, dass man jeden auf die Pfeifen hat? Oder? Ist na bei ja. den Frauen Weltmeisterin? Das, oder? Ich bin die Frauenweltmeisterin, ja. Aber prinzipiell hau ich schon gern jeden mal auf die Pfeife. Aha. Und wie macht's das zum Beispiel? Wie trainiert sie da? Naja, da braucht man viel Kraft und Ausdauer. Und dann gibt's noch ein paar verschiedene Schlagtechniken. Zeigen Sie mal eine. Also nicht an uns. Nicht an euch? Nein, vormärz. Aber will Eure Hoheit das mit mir probieren? Nein. Ich mach's vor. Wir wollen, vor. Dass sie es mit ihm probiert. Tauscht euch bitte. Her. Augen zu und durch. Also, es gibt mal eine Einhandtechnik. Ja. Hanso, der spürt nichts. Ja. Dann, kurz erklärt, die Zweihandtechnik. Ja. Hat mehr Kraft. Ja. Es tut mir leid. Ups. Ah, jetzt hat's die Fernsteuerung kaputt gemacht. Jetzt wollt's extra sachte, aber. Ja. Vielleicht nicht so fest, wir haben nicht so viele Hofbedienstete. Aber prinzipiell darf sich mein Gegenüber wehren. Das habe ich jetzt nicht erwähnt. Also mit einem Block, einem sogenannten, mit den Händen. Ja, aber das kriegt er intellektuell nicht auf der Reihe. Ja. Naja, das Einhandtechnik war schon die Vielfalt. Wirklich? Ich hab noch, und keinen Drehschlag? Es gibt noch den sogenannten Undertaker. Der wäre dann so. Vormärz, ist ihm klar, dass er von einem Polster davon rennt, der von einer Frau? Ja. Warte. Unser Leibdiener rennt von einer Frau mit Polster davon.
wissen Sie was? Fahren wir jetzt husch. Seifenstein, erinnern Sie uns dran, dass wir ihn einschläfern lassen. Befehl, Majestät. Jetzt kann die Augenweide kommen. Befehl, Majestät, Augenweide. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es im direkten Vergleich ausschaut. Also, in Kampfposition gehen. Seifenstein, geben Sie das Kommando. Zu Befehl, Majestät. In der linken Ecke die amtierende Weltmeisterin Grondinger. Applaus. In der rechten Ecke mit einem Kampfgewicht von federleicht die Augenweide. Applaus. Ja. 3, 2, 1, Attacke! Aas, 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 aas. Also was wir machen ist, wir sagen, es ist ein Unentschieden. Es ist ein Unentschieden. Und wir müssen alle noch trainieren miteinander. Husch. Ab. Na, geht schon. Seifenstein, jetzt muss es dem Koller doch besser gehen, wenn er das alles gesehen hat. Ich hoffe es, Majestät. Rufbildstelle, bitte. Mal schauen. Das ist ja wie ein richtiger Österreicher. Safter vor alle Zeiten. Ausgezeichnet. Seifenstein, es geht ihm gut, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Lass uns die Klageweiber kommen, Seifenstein. Zu Befehl, Majestät, das Auszugskomitee seiner Majestät, hopp! Aus, 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 aus. Jetzt sind wir eigentlich wieder gut aufgelegt. Wir brauchen eigentlich keine Trauerweiber mehr. Wir brauchen lustige Weiber. Wenn Majestät meinen, die Trauer ist beendet. Hopp! Na? Na? Seifenstein? Majestät? Wir werden dem Koller jetzt zeigen, was ein Mittelfeldspieler ist. Husch, Gemma. Kaiserhymne, Seifenstein? Meine Damen und Herren, zur Kaiserhymne erheben wir uns. Und Sie sind jetzt alle eingeladen, auch sich Ihrer schwarzen Kleidung zu entledigen.